Die Frage, wo ich herkomme, das ist immer so eine, bei mir eine komplizierte Frage, weil da weiß ich selber manchmal nicht, was ich sagen soll. Weil wo komme ich her? Wo kommen Sie her? Also das ist so ein tiefgründiges Ding. Aber wo ich wohne jetzt in Altersbach bei Schmalkalden in Thüringen, im Thüringer Wald. Und dort wohne ich ja schon 25 Jahre. Aber Kunst, zum Künstler, zum sag mal, professionellen Künstler bin ich erst 2009 geworden. Und vorher habe ich das als Ballast rumgeschleppt in anderen Tätigkeiten. Welche anderen Tätigkeiten waren das? Oh, ja, also ich habe Sportwissenschaften studiert und dann war ich im Leistungssport tätig als während der Organisation. Und dann habe ich mich aber politisch vergriffen, wurde degradiert und war dann in der Industrie. Im großen, sag mal, Konzern, der Elektrohaushaltgeräte hergestellt hat. Und dort war ich im Materialeinkauf und im Transportbereich tätig. Bis zur Wende. Und dann bin ich zur Firma Höchst gekommen und war dort als Pharmaberater in der Herz-Kreislauf-Sparte unterwegs. Ich habe mich mal im Verband Bildender Künstler beworben und da hatte ich eine Palette von Bildern. Und unter anderem ein Bild, das hängt bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Und das ist so 1,20 Meter mal 1,50 Meter. Das ist ein wirres Geäst und in der Mitte ist ein Loch und der Hintergrund ist dunkelbraun. Und das fanden die so toll. Dann habe ich gedacht, na ja, die haben Ahnung, wenn die das toll finden. Und ich habe schon immer gesucht. Ich war mal in Berlin eine Woche lang und habe alle oder viele Galerien abgeklappert und habe geschaut, was am meisten da ist. Und dann habe ich gedacht, was am meisten da ist, das darfst du überhaupt nicht machen. Das ist nicht deins. Du musst was Eigenes finden. Und da in diesem Bild habe ich gedacht, das ist das Eigene. Und dann habe ich das weiterentwickelt. Also sprich, so Baumporträts im weitesten Sinne. Und die sind meist Öl auf Leinwand gemalt. Also schwere Leinwand, belgisches Segeltuch, selber zusammengebaut, alles selber gemacht, die Motive gesucht und dann in meinem Atelier in Altersbach produziert. Ja, ich bin kein Maler, der in der Natur sitzt, weil es wird auch sehr lange dauern, weil ich doch ziemlich akribisch versuche, die Strukturen dieser Bäume bis in den kleinsten Ast darzustellen. Also ich mache durchaus Fotos und die Inspiration, Sie wissen ja, wie es mit Inspiration ist. Sie kommt zu einem von irgendwoher. Also vielleicht, eigentlich kommt die Inspiration aus einem selbst. Dort ist sie im Verborgenen. Und dann gibt es einen Auslöser, vielleicht für die kreative Tätigkeit. Und man sieht irgendwas. Wie wenn ich Sie jetzt sehe und ich würde Porträts malen, würde ich sagen, oh, die Frau Eickmeyer, die musste malen. So. Und dann mache ich das irgendwann. Ich war mal in Hongkong, auf Lama Island und dann, das war alles nicht so. Aber an einer Stelle habe ich eine tolle Struktur gesehen. Also diese Feigenbäume, die bilden sehr viele Luftwurzeln und ein großes Geflecht an Ästen und Wurzeln. Und ich gehe da lang und dann hat mich das angesprochen. So. Und das ließ mich nicht los. Also es war wie eingebrannt. Oder ich war mal in Leipzig, im Museum für moderne Kunst und das hat mich auch nicht losgelassen und dann habe ich ein 2 mal 3 Meter großes Bild davon gemacht. Ja, so geht das eben. Der Sohn meiner Frau, der hat auf Lama Island gelebt, also vor Hongkong. Und wir haben ihn besucht und sind dann durch die Stadt gebummelt. Und im Hongkong Park gibt es das Hongkong Visual Art Center. Dort war eine Ausstellung und ich bin ins Gespräch mit einer Hongkonger Künstlerin gekommen. Und mit der habe ich dann ein Jahr später eine Gemeinschaftsausstellung, sie und ich, dort gemacht. So, und dann, ja, so bin ich das erste Mal mit meiner Kunst nach China gekommen und habe gemerkt, dass dort die Menschen sehr offen dafür sind und sich daran begeistern können. Ich musste dann mit vors Bild und manche haben so getan, als ob sie sich an den Ast hängen und so. Und ja, ich war selber überrascht, gell, weil ich das von hier, von Deutschland nicht so kannte. Man geht durch und guckt sich das an und denkt sich seinen Teil.
Und auch der Dialog so war offen und nett, freundlich. Ja, also ich war noch nie in Hamburg, also so nur in Gedanken. Also man reist ja in Gedanken an viele Orte in der Welt. Auf jeden Fall, ich habe das ja schon Herrn Nori gesagt, finde ich das sehr angenehm. Also Ihr Team ist wirklich angenehm, professionell, gebildet und freundlich. Freundlichkeit ist, glaube ich, für mich ein wichtiger Aspekt, um gemeinsam was zu erreichen, egal wo das ist. Und auch wenn man Kunst Menschen nahe bringen will, muss man, sagen wir mal, die Freundlichkeit und die Offenheit und die Empathie der Menschen wecken. Und das finde ich hier vor und das gefällt mir sehr.